Hallo, willkommen zurück bei Resident Evil Zero. Ich bin Maro. Wir haben gerade dieses Viech da kaputt gemacht und jetzt gucken wir in den Aufzug rein. Oh Gott, bitte lass uns Billy bald finden oder was zu heilen. Okay. Benutzen den Aufzug. Fehlen Sie eine Ebene. Ebene 2. Ich will mir kurz die Tür aufmachen. Und mich heilen. Okay. Hier liegt irgendwo Kraut rum, glaube ich. Was sieht hier? Magnum Munition. Stecken wir so rein. Ist das so ein Schleimi? Oh. Ach, sind wir hier? Ne, gut, da will ich nicht hin. Okay. Das ist Ebene 2. Kurz auf die Karte gucken. Sobald wir wieder ein Bild haben. So. Okay, jetzt doch da, wo ich hin wollte. Ich will die Tür nämlich aufmachen. Oh, will ich jetzt mit so wenig HP machen? Ja, muss ich wohl. Das musst du nicht anspringen. Das wäre ungünstig, tödlich, fies. Da haben wir Schrotflinte. Kraut. Grünes aufheben. Ja. Rotes aufheben. Kombinieren wir es mit Grün. Und jetzt schlucken wir das. Ah, besser. So, jetzt können wir kurz die Tür hier aufmachen. Tür wurde aufgeschlossen. So. Jetzt können wir aber wieder voller AP haben, können wir wieder zurücklaufen jetzt. Okay, Moment, ich muss mal kurz gucken. Also, das war der Knopf für die Karte. So, wir könnten in das Obergeschoss fahren. Hier ist allerdings nichts mehr im Aufzug. Also, das ist die 4, das ist die 1. Achso. Hä? Hä? Und wir sind noch in der 2. Also wir haben die Wahl zwischen 1 und 4. Wo kommen wir wohl an? Fällt der Aufzug vielleicht auch schräg? Nach oben wäre doof, weil nach oben ist Billy bestimmt nicht. Wir sind noch in der 2. Vielleicht mal Ebene 1 wissen, wo wir sind dann. Die selber angefangen hat sozusagen. Oder wo? Moment, das muss ich jetzt gucken, wo wir jetzt sind. Jetzt habe ich überhaupt keinen Plan mehr. Wo sind wir denn jetzt? Ah! Okay. Gut. Also Ebene 4. So kommen wir wieder ganz an den Anfang. Ich hoffe, das ist nicht wichtig. Ich hoffe, ich muss nicht nur ins Herrenhaus. Das mag ich nämlich nicht. Das hat so viele Türen. Und Türen sind fies. Okay, jetzt können wir natürlich Level 4 fahren.
Gehen Sie eine Ebene. Ebene 4. Auf zu Billy. Playtime is over. You and your friends no longer amuse me. Good riddance. Now nothing will stop me from getting my revenge. Der Typ ist fies. Okay, Level 2. Paar Stunden Musik wieder selber vorstellen. Level 4. Okay, was erwartet uns hier? Billy! Oh nein. Billy! Sorry, das Knackern. Wir müssen Billy retten. Sind wir von da raus oder sind wir von da rein? Kurz gucken. Okay, geradeaus geht's weiter. Wir müssen Billy retten. Wir haben keinen Speicherpunkt. Oh, wir haben eine Schrotflinte. Und Benzin. Hier haben wir Kraut und eine Reflexion von Kraut. Hier haben wir einen Raum und einen Speicherpunkt. Den brauchen wir noch nicht. Ist noch Zeit hier. Seid ihr uns im Bosskampf, nicht wahr? Ja, dann... So. Machen wir das mal kurz, bevor wir ungünstig sterben. Speichern wir uns mal die Hucke voll hier. Dann bis gleich. Und wieder da. Müssen wir unsere Munition wieder aufheben. Ganz schön wie schnell ich durch die Schotti-Munition durch bin jetzt. Auch ja, einige Male um. Ach, so eine Reflexion von uns. Hat schon Angst. Ah, jetzt haben wir gespeichert. Sind frisch und alle Dinge. Der Auto funktioniert nicht. Der Strom ist wohl nicht eingeschaltet. Mist. Dann wird es wohl einer von den Schaltern hier sein. Stromzufuhr für den Darmbereich. Punkt Stromzufuhr angeben. Jeder bis zu 2 Punkten entfernt. Entfernter Ort kann mit Strom versorgt werden. Punkte wechseln? Ja. Okay, wir sind wo? Achso, ich muss, gucken, dass ich bei mir Strom bekomme. Seht ihr irgendwas? Nee. Also, der geht bis da. Achso, wir müssen gucken, dass wir alle Punkte erreichen. Okay, die Stromversorgung ist immer noch nicht. Die Stromversorgung wird erst sehr schön, wenn alle Punkte Strom erhalten. Gut, Rätseltime. Also, wir müssen den Punkt da unten erwischen. Also, der Punkt hier unten kriegt nur Strom, wenn der hier angeschaltet ist oder der. Und da von dem aus auf was anderes, machen wir es mal so. So. Jetzt kriegt der hier nur Strom von dem oder dem.
Also nehmen wir den. Okay, und wie kriege ich Strom von dem hier? Ja. Logik. Oh, ich hoffe, ich habe nichts damit losgedreht, dass wir das Licht angemacht haben. Anscheinend wurde die Stromversorgung wiederhergestellt. Anscheinend hat etwas, das den Anschein hat. Und auch so sein wird. Scheinbar wäre es dann, wenn es so aussieht, aber nicht so sein soll. Oh. Ich fahre jetzt weiter. Ah, da gibt es ein Zombie. Ah, normale Zombies. Dafür haben wir eine normale Waffe. Oh. Kopfschuss. Flasche. Kraut. Ne, ich hab da gerade angezeigt schon, ohne dass ich es angeklickt habe. Nee. Okay, hier geht's nicht. Hm, gucken wir mal, ob wir zu übersehen haben, zufällig. Nee, aber nicht. Gucken wir mal, was in den Schalttafeln hier ist. Nichts. Klar. Eisenschalter. Den legen wir mal um. Nein? Okay, dann nicht. Dann gehen wir weiter. Puh. Und was kommt jetzt? Ein fieser Raum. Oh oh. Basta. Beine. Karte. Und die Tür ist verschlossen. Ja. Oberkörper ist ab, also kannst du mit ihr nicht mehr gefährlich werden und lass uns einfach rumstehen. Ist doch nicht unsere Aufgabe, alle Monster zu töten hier. Wie heißt sie denn nicht? Jill oder Chris? Hm, und ich kriege immer die normale Pistole. Ah, einen Schuss haben wir noch. Haben wir eine Glasscheibe, die uns verwirrt. Oh, was aber nicht schön ist. Nicht zu benutzen. So eine Flip-Automaten haben sie noch nie gesehen. Leider ist der kaputt und kann nicht benutzt werden. Ah, schade. Ohne Pool? Die Kugeln liegen so, als hätte jemand eine Partie gespielt. Oh, die Karte, 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 Karte. Okay. Da ist viel Speichern. Okay. Ich glaube, hier waren wir. Dann haben wir genau hier den Aufzug benutzt, sind hier runtergefahren und gehen jetzt wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung wohin. Aber wir haben kaum noch Munition. Oh, eine animierte Treppe. Das heißt, wir gehen in ein anderes Gebiet. Okay. Wo kommen wir raus? Oh, Gabelstapler. Okay, da oben ist das, was wir brauchen. Und da brauchen wir eine Batterie in den Gabelstapler. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht zurück ins Herrenhaus, die mir die Batterie holen. Ah,
Okay, da haben wir Munition, das ist gut. Die kann nicht schaden. Was haben wir hier? Ein Knopf. Knopf, noch Knopf. Kein Knopf. Da ist ein Draht. Das brauchen wir sicher für irgendwas. Da traut sie sich nicht rüber, okay. Das können wir auch nicht benutzen. Hier müsste das Rad bestimmt dran. Gehen wir mal weiter. Gucken wir mal auf die Karte, wo wir sind. Nee, falscher Knopf. Aber wir können trotzdem den Denkknopf dann drücken. Wo sind wir denn? Nicht aus der Karte, doch da. Da sind wir. Da kommen wir nicht rüber. Dann gehen wir da runter. Und durch die Tür. Und jetzt. Rebecca, where am I? You're safe now. Are you okay? What could have done this? They must have been used as test subjects in Marcus's research. He must have kept messing around with the mother virus. Billy? Der kriegt gleich so einen Breakdown. Austauschen mit der da. So sieht gut aus. So. I'll check it out. Okay. Let's regroup. Okay. Na, so, wir auf Becky. Und dann laden wir einfach mal. So, aber Zeit ist um. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.